Hallo ihr Lieben, mitten im Wald, Fehlzündung wie bei einem AMG GT, was soll ich sagen? Es ist wieder soweit, der Papa hat sich wieder was Neues zugelegt. Was hat er sich zugelegt? Einen kleinen Herakles H130 Mini-Lader. Mini-Lader, Mini-Traktor, Mini-Multifunktionsgerät. Den habe ich jetzt seit ein paar Wochen und habe mit dem auch schon kräftig gearbeitet, wie ihr seht. Und jetzt, nachdem ich ein erstes Resümee ziehen kann, habe ich gedacht, jetzt mache ich ein Video mit dem kleinen Racker. Der kleine Racker ist durch einen Zufall gekommen, der liebe Kollege Etienne von der Firma Herakles. Grüße gehen raus natürlich an die ganzen Jungs und Mädels von Herakles. Bevor er ihn mir losgeschickt hat, hat ihn Max getauft. Deswegen ist es, glaube ich, auch ein bisschen kürzer zu sagen wie H130. Wir nennen ihn jetzt ab sofort einfach Max. Der kleine Max. Was kann der kleine Max? Warum ist der kleine Max bei mir eingezogen? Warum liegt hier Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Das sind alles Sätze und Fragen, wo natürlich jeden meiner Zuschauer brennend interessieren. So. Ihr werdet diesen Platz vielleicht erkennen. Vor zweieinhalb, knapp drei Jahren habe ich mir meinen ersten Herakles H180 Radlader gekauft, den ich mittlerweile verkauft habe, weil ich die großen Erdbewegungen fertig habe und ihn einfach nicht mehr gebraucht habe. Dann ist mir aber ein Problem aufgefallen. Ein Leben ohne Radlader ist möglich, aber sinnlos. Oder, wie man auch zu sagen pflegt, hast du keinen Radlader, hast du keinen Radlader. Und da ich tatsächlich zu faul bin zu schleppen, da ich tatsächlich zu faul bin, mich kaputt zu machen, musste der kleine H130 bei mir einziehen. Jetzt machen wir mal einen kleinen Rundgang, dann zeige ich euch, was ich da habe und warum ich das Gerät gekauft habe und was es damit alles auf sich hat. So, jetzt mal ein kleiner Rundgang. Das Gerät wird ausgeliefert mit dieser Schaufel. Da gibt es aber noch zig andere Aufsätze, wie zum Beispiel Palettengabel, Mähwerk, Krokodilgebiss, Heuballen, diese Zinkenaufsätze. Kehrbesen für die Straße und. Wir arbeiten uns jetzt mal von vorne nach hinten. Die Maschine hat einen Schnellwechsler. Sprich, man legt diese Hebel einfach um und kann das Anbaugerät einfach eben schnell aushängen oder einhängen. Wir haben vorne einen hydraulischen Zusatzanschluss und noch einen elektrischen Zusatzanschluss und 12 Volt Stecker. Entweder für ein Krokodilgebiss zum Beispiel auf und zu oder einen drucklosen Rücklauf für Geräte wie Straßenbesen oder Mähwerk oder ähnliches, damit es betrieben werden kann. Wie euch ja schon aufgefallen ist, hat der Kleine nur drei Beine. Der Vorteil an dieser ganzen Geschichte ist, er ist extrem wendig. Der hat einen Dreiradantrieb mit Hydrostat und wo sich schon ziemlich viele Leute bei Instagram und bei TikTok kaputt gelacht haben, ist der Feuerlöscher bzw. die Positionierung des Feuerlöschers. Das wird schon seinen Grund haben. Ich habe mir da mal Gedanken gemacht. Ich denke mal, das ist ja ein Gerät, was man auch auf einem Pferdehof benutzen kann oder sonst irgendwas. Und wenn man dann doch irgendwie mit Stroh rummacht in der prallen Sonne und doch irgendwie mal was an den Auspuff kommen sollte, Funken oder, macht ein Feuerlöscher eigentlich schon ein bisschen Sinn. So, der Vorteil bei diesem Teil ist, er ist extrem wendig. Durch das dritte Rad, das sich hinten um 90 Grad verdrehen lässt, hat er einen Wendekreis von ca. 2 Metern. Also das ist, man kann auf so einem ordinären Feldweg direkt draufwenden, ohne irgendwie ins Grüne reinzufahren. Wir haben hier rechts das Fahrpedal. Vorwärts treten ist Vorwärtsfahren, rückwärts treten ist Rückwärtsfahren. Und wir haben die breite Ackerbereifung. Diese Bereifung kann man aber auch ersetzen durch eine Rasenbereifung. Da dieses Gerät ja zum Beispiel auch für den Gartenbau genutzt werden kann oder eben für Landschaftspflege oder ähnliches, damit man zum Beispiel die Wiese nicht kaputt macht oder ähnliches. Das wäre zum Beispiel ein ganz, ganz großer Vorteil von der Geschichte. Wir haben oben unseren Sitz, Choke zum Starten, das ist der Gashebel. Wir haben den Bedienhebel für die Schaufel vorne, wir haben den Bedienhebel für den dritten Steueranschluss mit zwei Leuchten im Heck und einer Arbeitsleuchte vorne. Wie gesagt, man könnte, wenn man ein Anbaugerät hat mit einer Leuchte dran, könnte man die Leuchte vorne auch noch betreiben. Das würde auch gehen. Zündschlüssel und eine Tankanzeige, was mir eigentlich persönlich relativ wichtig ist. Anfangs habe ich gedacht, Mensch, warum hat denn das Ding keinen Betriebsstundenzähler? Aber tatsächlich bei meinen anderen Geräten, Rüttelplatte und so weiter und so fort, da habe ich so einen kleinen Motocross-Betriebsstundenzähler aufgeklebt. Der funktioniert mit Motorvibrationen, der kostet irgendwie ein Zwanni. Den werde ich mir hier auch noch zulegen und ankleben. Wer mich kennt, weiß, dass meine Maschinen bei mir arbeiten müssen. Das sieht man auch. Ich habe ja auch meinen Mickey-Maus-Männerbrüste-Schweiß mitgebracht. Ich habe tatsächlich gerade aus dem Schotterwerk wieder knapp 2,5 Tonnen Schotter geholt. Und die werde ich mit dem kleinen Max nachher noch einbringen in mein Terrassenprojekt, was ich ausnahmsweise mal nicht mitfilme, weil dieses Jahr haben schon 17 Leute Terrassen gebaut. Ich muss nicht der 18. sein. Und ihr müsst auch nicht gucken, wie ich die Terrasse statt hinbaue, einfach hinfluche, weil es eben eine
abartige Schinderei ist. Und jetzt kommen wir zum Punkt, warum ich mir den Max gekauft habe. Ich bin mittlerweile zu alt, zu faul und zu fett, um Sachen selber zu schleppen und mich kaputt zu machen. Und dann habe ich gedacht, hey, das wäre eine adäquate Möglichkeit, mit der ich überall rankomme. Weil mit einer Länge von 1,85 Meter und einer Breite von einem Meter kommst du mit diesem Teil durch diese Dreiradgeschichte und die Hinterradlenkung überall rein. Ich werde versuchen, das mal unten einzublenden. Ich habe einen relativ engen Eingang bei mir im Haus, wo ich direkt um eine Ecke rum muss. Und da passt der wirklich perfekt durch. Der rangiert dadurch ohne Probleme. Da ist ein Zweizylinder Benziner drin mit knapp 750 Kubik. 10 kW, das sind 12,5 PS. Und das reicht von der Leistung her voll und ganz. Laut Papieren soll er 350 Kilo heben, halte ich aber eher für ein Gerücht. Wenn man zum Beispiel jetzt das Anbauteil vorne wegnimmt, da eine Last vorne dran macht, 350 Kilo direkt vorne am Arm dran, könnte das schon hinkommen. Ich möchte den Leuten aber keinen Unsinn erzählen. Ich sag mal, das reelle Arbeitsgewicht, was ihr mit dem Ding transportieren und richtig verarbeiten könnt, hochlassen, abkippen, liegt so circa bei 250 Kilo. Ich habe damit jetzt schon etwa 10 Tonnen Schotter eingebracht und habe da mal ein bisschen gespielt, getrickst, getestet und den natürlich auch richtig arbeiten lassen. Das geht dann schon. Und wie gesagt, der Vorteil im Gegensatz zu so einem normalen Raddamper, wie der von Parkside, den ich jetzt hatte, den habe ich jetzt meinem lieben Kumpel, dem Andi, verkauft, weil der auch gerade eine Riesenbaustelle zu Hause hat. Liebe Grüße gehen raus an Andi. Ist halt der Vorteil, ich muss nichts mehr in den Damper reinschippen oder wieder irgendwie mühselig mit dem Bagger da reinmachen oder sonst irgendwas. Ich kann hinfahren ins Schüttgut, zack, reinfahren, anheben, hin und her. Also jeder Handgriff ist gespart. Natürlich kostet er ein paar Euro mehr als der Parkside-Damper, aber ich sage mal, Bequemlichkeit und Faulheit müssen ja tatsächlich auch ein bisschen bezahlt werden. Was haben wir hier noch an der ganzen Geschichte? Alle Gelenke, wie bei einem großen Radlader, wie bei einem großen Bagger, haben einen Schmiernippel. Das wird alles ordentlich abgeschmiert. Die meiste Technik sitzt hier unten drunter von der Hydraulik. Der Motor, auf dem sitzt man drauf, auf dem Zweizylinder. Das Gerät ist angegeben mit ca. 100 Dezibel bei Vollgas. Das ist schon recht laut. Man fährt ihn aber meistens nicht Vollgas. Ich benutze es Vollgas nur, wenn ich in so einen Schotterhaufen reinfahre, um richtig Kraft zu haben, um das Ding hochzureißen. Wenn ich es dann in der Schaufel habe, nehme ich das Gas zurück und fahre dann so mit einem Viertelgas oder mit einem Drittelgas, fahre ich dann tatsächlich an die Baustellen hin, weil der Kleine hat zum Fahren von den Fahrantrieben her doch sehr viel Traktion. Und ich bin da vorher jetzt den Wald hochgefahren, da haben wir eine Steigung von, ich schätze mal, locker 30 Grad. Da blubbert der Kleine hoch ohne Probleme. Also so ist die Geschichte. Dieses Multifunktionsgerät, da brauchen wir jetzt gar nicht reden, das ist kein Baustellenradlader, mit dem man große Mengen von A nach B transportiert, wo man Menge und Meter macht. Dafür ist das Ding nicht ausgelegt. Das ist für Leute wie zum Beispiel hier in der Gegend, wenn die Gartenbauer enge Gärten haben, da nicht besonders gut reinkommen, Hausmeisterservice, die Grünanlagen irgendwie betreuen oder jemand, der ein Pferd hat. Vorteil von dem Teil ist auch, mit diesem Teil eine Pferdebox zu misten, ist gar kein Problem, weil man kommt mit dem Ding in eine Pferdebox rein. Und das ist natürlich schon eine geile Sache. Was gibt es noch zu sagen zum kleinen Max? Wie gesagt, das mit der Ackerbereifung, die Standard ist, kann man austauschen gegen die Rasenbereifung. Zig verschiedene Bauteile. Wo gibt es das Teil jetzt? Das Teil gibt es zum Beispiel zum Kaufen bei meinen lieben Freunden von Schmidt Landtechnik in Sommerach bei Würzburg. Die haben den auch schon seit einer Weile und ich habe dann später mal, nachdem ich den bestellt habe, also wir wollen jetzt gerade mal klarstellen, ich habe mir den gekauft von meiner Kohle. Ne? Das ist kein Sponsoring oder sonst irgendwas. Ich mache das, weil ich Bock drauf hatte und weil ich den zum Arbeiten brauche. Weil so sieht kein neues Vorführgerät aus. Ich muss den richtig schinden, der muss bei mir was machen. Den gibt es bei Schmidt in Sommerach und als ich den dann gekriegt habe, bin ich dann irgendwann mal auf die Idee gekommen, habe ich gesagt, Mensch, wenn sich doch jemand für das Ding interessiert, es ist immer eine Sache, wenn man so ein Gerät irgendwo bei einem Händler Probe fährt. Wenn es gut läuft, haben die vielleicht irgendwo einen Sandhaufen, wo man mal kurz reinfahren kann, aber das ist auch alles. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, meine ersten Herakles-Videos, meine ersten Mini-Bagger-Videos, da haben sich die Leute immer so drüber gefreut. Dann habe ich gedacht, wenn ich den sowieso hier habe, wenn ich sowieso eine Baustelle da habe und sich jemand tatsächlich für so ein Gerät interessiert und in der Nähe von Heidelberg wohnt, ich wohne ja in Leim bei Heidelberg, habe ich mir gedacht, hey Mensch, wenn so ein Ding jemand wirklich kaufen will, Interesse dran hat und probieren will, dann könnte ich mir das auch vorstellen. Schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr abends mal vielleicht auf einen Kaffee rumkommen wollt und das Teil Probe fahren wollt, mal in den Schotterhaufen rein, mal Zeug mit hochheben oder sonst irgendwas und sich das ganze Ding angucken, könnt ihr das bei mir gerne machen. Da habe ich bei Schmidt angerufen und gesagt, Mensch, du, ich habe da eine super Idee, so und so und so sieht es aus. Da waren die natürlich auch gleich Feuer und Flamme, na klar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich dann auch immer, wenn ich den Leuten ein bisschen helfen kann, wenn ich denen eine reelle Einschätzung geben kann. Weil leider Gottes ist es einfach so, du wirst es nicht immer jedem recht machen können. Jeder hat irgendwie eine andere Wahrnehmung von der Sache, wie sie ist. Mir taugt das Ding zum Beispiel, andere schreien wieder, das ist ein totales Spielzeug, mit dem kann ich nichts anfangen, bla bla blub. Natürlich ist es ein Spielzeug, aber es ist ein geiles Spielzeug. Ich freue mich wie ein kleines Kind mit dem Teil, weil ich einfach, bestes Beispiel, Beton angemischt im Betonmischer. Ich schmeiße da 4 Säcke Beton rein,
fahre die zum Betonmischer, fahre die auf Arbeitshöhe hoch und muss die nicht von unten heben. Mittlerweile ist es so, ich bin keine 20 mehr. Jedes Mal, wenn ich einen 30-Kilo-Sack Beton heben muss oder sonst irgendwas, musst du runter, gehst du in die Knie, hältst das Ding hoch, bla 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 blub. Das ist jedes Mal eine Schinderei. Und jeden Handgriff, den ich nicht machen muss, bin ich tatsächlich froh drum. So, und so ist die ganze Geschichte gekommen. Die Jungs und Mädels bei Schmidt in Sommerach fanden die Idee auch gut. Und wie gesagt, ich kann euch das Angebot machen. Schreibt mir einfach eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse steht natürlich unten. Ich habe tatsächlich auch schon mal überlegt, ob man da vielleicht irgendwie ein Event draus machen könnte. Ich habe doch einen relativ großen Schrebergarten mit knapp 1000 Quadratmetern. Vielleicht nagelt mich jetzt noch nicht drauf fest. Ich muss mir das mal überlegen, wie es mit den Temperaturen und vor allem, wie es mit der Zeit ist. Ob ich da vielleicht mal ein kleines Event mache, dass wir sagen, hey, kommt mal vorbei am Samstag oder am Sonntag. Wir grillen da mal eine Runde, dann könnt ihr mal das Ding ausprobieren. Dann schnacken wir mal ein bisschen, trinken noch ein Bierchen und gucken mal, was der Tag so bringt. Das ist mal so meine Idee, weil... Ihr habt mir mittlerweile die letzten Jahre bei YouTube so viel Freude gemacht und so viel Spaß gemacht, da kann ich auch ein bisschen was zurückgeben. So, das ist so mein Gedankengang und mein Ansatz. Ja, was gibt es zu dem Kleinen noch zu sagen? Demnächst wird noch ein Video kommen mit dem Nähwerk. Das habe ich zwar schon da liegen, aber zeittechnisch bin ich noch nicht dazu gekommen, das Ding richtig auszuprobieren. Wie gesagt, ich wollte noch den großen Schrebergarten abmähen mit dem Teil. Da wird es noch ein zweites Video kommen. Da werden bestimmt noch Resümee-Videos von dem Teil kommen, weil ich bin ja immer noch kräftig mit dem Ding am Arbeiten und entdecke jeden Tag tatsächlich noch irgendwelche Anwendungen, für was das Ding cool geeignet ist. Großer Vorteil an dem Teil. Die einen sehen das tatsächlich als Nachteil mit dem Dreirad. Ich sehe das als Vorteil. Er hat breite Reifen, er hat genug Traktion, das soll nicht das Problem sein. Vorteil an dem Dreirad ist, du brauchst keine Pendelachsen oder ähnliches, weil das ist ein Dreirad. Das ist wie ein dreibeiniger Stuhl, das ist wie ein dreibeiniges Stativ. Ein Dreibein wackelt nicht. Und deswegen hat er eine extrem hohe Stabilität auf dem Boden beim Fahren. Es ist manchmal lustig, wenn die Leute dich sehen. Da siehst du aus wie ein Zirkusgorilla auf einem kleinen Feuerwehrauto. Aber das ist immer ganz geil. Ich habe auch schon die Rüttelplatte damit spazieren gefahren. Was auch eine coole Sache ist, dass man sie nicht schleppen muss. Ich habe die vorne in die Schaufel reingezogen, mitten mitgefahren. Die Leute haben alle gelacht und gewunken. Das fand ich total cool. So, wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Kollegen habt, stellt sie mir unten einfach in den Videokommentaren. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich auch drauf, wenn mal einer vorbeikommt. Ich würde mich auch freuen, wenn es mit dem Event klappt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich das vorm Winter noch auf die Kette kriege oder nicht. Ich spreche dann mal mit den Jungs und Mädels von Herakles. Vielleicht haben die Bock, dann auch mal runterzukommen und euch direkt Fragen zu stellen. Oder vielleicht auch mal die Jungs und Mädels vom Schmidt. Ich weiß es nicht. Das sind jetzt so wilde Spinnereien, die mir während dem Videodreh einmal mal so in den Kopf kommen, was ich da so machen könnte. Mein Gott, bin ich ein Vollidiot. Da manövriere ich mich, glaube ich, gerade wieder ganz schön in die Suppe rein. Aber scheiß was drauf, passt schon. So, ihr Lieben, wie gesagt, der Preis wäre noch ganz interessant. So wie das Gerät dasteht, mit der Schaufel, ohne zusätzliche Anbauteile, liegt der bei 9.900 Euro inklusive Mehrwertsteuer. So, wie gesagt, Hausmeisterservice, Pferdebesitzer, Gartenlandschaftsbauer, die auch kleine Sachen machen oder, könnte ich mir gut alles vorstellen. Oder was ich mir auch vorstellen könnte, ist, wenn jemand sehr viel Holzpellets hat, dass er die mit denen rumfährt. Mit der Schüttgutschaufel gar kein Problem. Wir wollen natürlich mal die Fakten halten. Das ist eine Schüttgutschaufel. Kies, Split, Schotter, Hackschnitzel und, das ist alles kein Problem. Wenn ihr aber meint, wie mit einem großen, richtigen Radlader in einen gewachsenen Erdhaufen reinzufahren, da seid ihr hier komplett falsch. Und ich sag mal, die maximale Hubkraft hängt auch davon ab, wie bebaucht jemand ist. In meinem Fall ist die Hubkraft höher wie bei irgendeinem Spargel mit 45 Kilo, weil der Kleine wiegt ja nur 500 Kilo und ich bin auch hinten natürlich ein Gegengewicht. Ne? Wie gesagt, Herakles hat da ein paar sportliche Angaben gemacht mit 350 Kilo, will ich so nicht unterschreiben. Deswegen, damit einfach jedem Kritiker und jedem Kommentar die Fakten vorliegen, schreibt mich an, wenn ihr Bock habt, das Ding zu testen, anzugucken, mit mir ein bisschen zu schnacken, Kaffee zu trinken. Sollten wir normalerweise hinkriegen, sofern es die Zeit hinbringt irgendwie, sollte eigentlich kein Problem sein. So, und jetzt sehe ich zu, dass ich nach Hause komme, weil zu Hause warten noch knapp 2,5 Tonnen Schotter auf den Kleinen. Der darf heute noch ein bisschen was arbeiten und mein T-Shirt ist noch nicht genug verschwitzt. Ihr Lieben, bis zum nächsten Video aus dem Wald. Ich wünsche euch was.